sind wir für Sie an den Mikrofonen, Frank Buschmann und Manni Breukmann. Herzlich willkommen im Stadion. Wenn wir das mal analysieren bei diesen beiden Mannschaften, die eine ist der ganz klare Favorit. Und genau das könnte das Problem werden. Wenn die Kleinen sich mal festbeißen, kann das wehtun. Schiedsrichter, er pfeift die Begegnung an und ich glaube, wir freuen uns alle auf ein unterhaltsames Spiel. Jeschwili. Rechtzeitig geklärt. Alex Meyer. Jetzt müsste er flanken. Sehr gute Flanke. Die Kugel kreiselt durch den Strafraum. Gut gehalten. Jeschwili. Die Chance zum Angriff. Und nun Matthias Lehmann. Das war schwach gemacht. Es gibt Einwurf. Die Fans, sie freuen sich über solche präzisen Abwehraktionen. Jeschwili. Das ist natürlich auch eine schwache Abwehrleistung, das muss man so deutlich aussprechen. Alex Meyer. Jeschwili. Jetzt greift er ihn an. Jeschwili. Thank you.
herausgespielt. Das sieht aus wie Training. Perfekt. Die Zuschauer sehen, auf diese Abwehr ist Verlass. Peter attackiert. Alex Meyer. Theofanis Gekas. Ein und der Ausgleich ist hier gefallen. Und das geht voll in Ordnung. Jeschwili. Gut abgefangen hat er da den Ball. So muss man sich als Abwehrspieler verhalten. Pirmin Schwegler. Er gewinnt den Zweikampf. Pirmin Schwegler. Und hier der Abwehrspieler ohne jede Möglichkeit, ihn zu halten. So zerstört man das Angriffsspiel des Gegners. Guck mal hin! Verzogen der Ball, wie ein verzogenes Kind. Ja, und wie ein verzogenes Kind steht er da auch zum Ball. Nämlich alles andere als optimal. Das hat er kommen sehen, als hätte er es geahnt. Jeschwili. Ohne Rücksicht auf Verluste grätscht er rein und hat die Kugel. Jeschwili. Ein riskanter Zwang. Und er ist drin! Alex Meyer. Ja, er spielt den Ball nach draußen. Die Chance! Diese Flanke ist überhaupt kein Problem für die Abwehr. Klare Entscheidung, Ecke. Aus dieser Ecke ist nichts geworden und der Gegner ist schon wieder am Ball. Das muss es sein! Tja, die Flanke ist kein Problem da hinten für die Abwehrspieler. Das machen sie sehr schön, müssen ihn aber jetzt nach vorne befördern. Und sie verlieren den Ball auf dem Flügel. Der kommt genau an. Den muss er machen. So sieht ein Pass aus. Oh, eine wunderschöne Traumkombination. Der Kampf für die... Der Ball tanzt durch den Strafraum. Zweites Tor wäre schön gewesen. Aber da ist er wieder, der Konjunktiv. Ja, weil da ein Torhüter hinten drin steht, der seinen Job richtig gut macht. Jeschwili. Das ist ein sehr schönes Passspiel, das die Fans hier zu sehen bekommen.
sei Dank hat er sich den Ball erobert. Das hätte ins Auge gehen können. Jetzt hat er die Chance, um zu flanken. Jetzt versuchen sie da irgendwo im Abwehrverbund ein Loch aufzureißen. Da freut sich der Trainer. Und das macht er richtig gut. Ah, ein klasse Doppelpass, ein Zungenschnalzer. Sehr kompakte gegnerische Abwehr, aber Lücken gibt es überall. Ja, der Ball war schon im Tor aus, das muss Eckball geben. Gutes Stellungsspiel auch in dieser Situation. Und der Unparteiische lässt das Spiel weiterlaufen. Alex Meyer. Der Schiedsrichter entscheidet auf Abseits. Theofanis Gekas. Wird der Trainer zufrieden sein nach dieser Abwehraktion? Ganz sicher hat er das gemacht. Stark gemacht. Ja, da sind wir uns, glaube ich, einig. So kannst du einen Stürmer nicht stoppen. Jetzt zieht er ab. Boah, vollkommen verzogen. Aber ganz schlecht auch das Stehen, die Stellung zum Ball. Da ist er gut dazwischen gegangen und hat den Angriff unterbunden. Grandiose Attacke und das wird belohnt mit Ballbesitz. Der Schiedsrichter schickt die Mannschaften in die Kabinen. Es ist Halbzeit. Ich glaube, so viele fassungslose Gesichter in der Halbzeitpause habe ich lange nicht mehr gesehen. Ja, also wer hätte denn auch das gedacht, dass wir hier nach 45 Minuten diesen Spielstand haben? Es bahnt sich eine faustdicke Überraschung an. Die Spieler sind da, die Assistenten sind da, es kann losgehen. Der Schiedsrichter pfeift an, der zweite Durchgang läuft. Ein wunderschönes Zuspiel. Eckers! Das war eine schöne Schussposition, aber der Gegner, der hat es zerstört. Ganz sichere Ballbehandlung. Auch die Pässe kommen wie am Schnürchen. Jeschwili. Was werden. Ein wunderbarer Pass. Und schon kriegt er den Ball. Ein gutes Stellungsspiel. Er versucht es mit einer Grätsche. Ist er gut reingegangen in den Zweikampf, aber sie haben keinen Ballbesitz. Ja, das war aber Rettung in letzter Sekunde. Köhler. Alex Meyer. Ja.
Ja, wo sollte er sonst noch hin mit dem Ball? Da stand er unter Druck. Ball jetzt im Aus. Yashvili. Gutes Zweikampfverhalten, aber sie kriegen den Ball nicht. Alex Meyer. Ja, das gibt einen Eckball. Ja, muss das denn wirklich sein? Eine Ecke und sofort wird... Ja, abgeblockt. Und Einwurf. Pirmin Schwegler. Und nun Matthias Lehmann. Schöne Flanke. Vollkommen frei. Wer hat ihn? Jetzt kann der Torwart sich gleich den Ball zum Abstoß zurechtlegen, denn der Ball war im Tor aus. Position für eine Flanke. Ja! Sicher in der Ballbehandlung. Jetzt diese Dynamik in die gegnerische Hälfte tragen. Aus diesem Einwurf könnte sich vielleicht eine Torchance entwickeln. Bis hierhin und nicht weiter, sagt der Abwehrspieler. Yashvili. Den muss er jetzt nur noch in den 16er kriegen. Eine Grätsche im Strafraum. Wie fahrlässig. Das hätten Elber geben können. Theofanis Gekas. Gemacht, wie sie sich den Ball hier hin und her spielen. Schuss und da fehlte wirklich nicht viel. Er gilt als Oh, schlechtes Zweikampfverhalten. Was sagt der Schiri? Das war jetzt gerade nicht die größte Herausforderung. Nicht wirklich. Der Schiri lässt es laufen, das Spiel. Das sieht gut aus. Der Ball ist frei, jeder kann ihn haben. Alex Meyer. Hier holt er sich sauber den Ball zurück. Ja, der Pass kommt an. Ja, so kann es weitergehen. Flanke fliegt in den 16er. Tja, da scheint keiner vorbeizukommen. Alex Meyer. Yashvili. Oh, das wird der Trainer gerne sehen, wie der Ball da durch die eigenen Reihen läuft.
Ein sehr schöner Pass. Gute Flanke. Also die Chance hat er vertan. Theofanis Gekas. Jeschwili. Spitzenmäßige. Und Tor! Und Tor! Und Tor! Das hat er am Kopfballpendel so oft geübt. Und jetzt hier im Spiel. Super. Und wir sehen hier auch ganz deutlich, da ist der Torhüter chancenlos gegen dieses Ding. Klasse erwischt, diesen Kopfball, Druck hinter die Kugel gebracht, aber glänzend pariert. Alex Meyer. Du musst dir den Ball überall schnappen, jetzt auf der Außenbahn. Kleines, süßes Zuckerpässchen. Aber häufiger gesehen schon in dieser Partie. Also bei denen läuft es richtig rund. Es sei die Frage erlaubt, wo ist der Verteidiger? Jetzt schießt er und ja, nicht nur abgewehrt, sondern gleich auch noch den Ball souverän festgehalten. Jeschwili. Geschicktes Verhalten des Verteidigers. Ja, es gibt Einwurf. Seine Mannschaft hat hier klasse gespielt, das weiß natürlich auch der Coach. Trotzdem bringt er noch mal einen frischen Mann aufs Spielfeld. Okay, das war eine Abseitsposition, aber trotzdem, so frei darf der eigentlich gar nicht an den Ball kommen. Köhler. Der Ball ist im Aus, Eckball. Wie kann denn sowas passieren? Schöne Ecke und dann hat sofort wieder der Gegner den Ball. Ein grenzwertiger Zweikampf, eine Blutgrätsche. Das war gar nichts. Ball landet im Aus. Schöne Basis für einen Angriff, diese Attacke. Von seinem Körper rollt der Ball ins Aus. Muss Einwurf geben. Es muss Einwurf geben. Alex Meyer. Köhler.
Das war zu ungenau. Davon hat der Verteidiger sofort profitiert. Yashvili. Kann sich sehen lassen, das Endresultat 3:1. Jeder will sich profilieren, natürlich auch in einem solchen Freundschaftsspiel, und da verlierst du einfach nicht gerne. Ja, und das sieht man auch ganz deutlich, man muss nur in die Gesichter schauen. So, liebe Zuschauer, mein Name ist Manni Bröckmann, ich darf mich dann verabschieden nach diesem hochklassigen Spiel, wie ich fand, und hoffentlich sind Sie beim nächsten Mal wieder mit von der Partie.